Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2 hier auf meinem Kanal. Wir sind hier wieder in dieser komischen Dingsbucht, keine Ahnung wie das Ding heißt. Und ich gehe jetzt erstmal diesen Weg hier. Und ja, da muss ich dahin, wo die Spinnen war. Ich gehe nicht die... Die Folge startet direkt mit meiner dummen Aktion in den Tod. Wer hätte das gedacht? Eieieiei, so. Mal ein bisschen nach hier stellen, damit ich die Zeit ein bisschen besser im Überblick habe. Oh. Das ist so dämlich, ey. Oh, Junge. So. Ja, dann verreck doch, mir doch egal. Denn hier in dem Gebiet war ich ja noch gar nicht. Also was heißt in dem Gebiet war ich schon, aber... ja. Ich meine natürlich, ich war noch nicht hier auf der Seite der Map. Und hier gibt es ja noch einige Dinge, die ich erkunden kann. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich weiß halt nicht, ob und inwiefern ich hier Progress machen werde in der Folge. Ich weiß halt nur, dass es mir echt wichtig ist, hier vielleicht noch ein paar wichtige Items zu bekommen. Hier funkelt es schon wieder. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich einfach damit abfinden. Niemals im Leben einen Crystal Lizard zu bekommen. Ja. Ich glaube echt, ich sollte mich damit abfinden. Weil, naja. Okay. Okay. Ein Titanitbrocken. Schon mal nicht schlecht. Wenn ich mal andere Waffen... Wow, was ist das bitte für eine Abkürzung, wenn ich hier lang gehen würde? Huh. Auch nicht verkehrt. Aber ich möchte erstmal nicht abkürzen. Ich möchte erstmal den Weg hier lang. Ich kam von hier, ne? Genau. Oder auch nicht. Ich möchte darüber auch. Aber wie komme ich darüber? Das ist die Frage. Ja, stimmt nicht so. Na gut, gehe ich halt doch mal den Weg. Oh, nee, warte, warte, warte. Ach Gott, ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche Richtung ich gehe. Okay, hier kann ich nicht rein, okay. Mhm. Sehr, sehr, sehr... Viele Wege gibt es hier. Ich muss hier wirklich mal aufpassen. Was? Wo? Ach, da unten. Bitte stirb einfach. Bitte lass mich in Ruhe und stirb. Wie viele verdammte... nutzlose Spinnen hier rumhängen. Uah. Ein Prismastein. Ich wünschte, ich könnte an diese Items rankommen. Aber Leve ist ja kein Wunschkonzert. So, die sagen Fackel. Die sagen immer und immer wieder, sagen mir die Leute, also die, ich komme gerade nicht drauf. Die Nachrichten auf dem Boden. Deswegen. Schauen wir mal. Na? Kommt her. Ah ja. Es hätte also so einfach sein können.
Alter! Lieber gründlich als, naja, ungewollt Schaden zu kassieren. Komm her. Okay, dann lieber mal ein Steinchen futtern. Ah ja. Oh fuck, das war dumm. Komm mal runter, dann können wir hier knuspern. Es war tatsächlich ein Schlüssel für diese Tür. Nee. Ist mir zu viele Spinnenlöcher, lass mal. Okay, hier ist keine Mimik drinne. Na? Wolltet ihr mich trollen? Es war doch irgendwo klar, dass das eine Falle ist, oder? Ich wollte gerade sagen, hier war doch noch irgendwo eine Spinne. Bitte lasst da was Gutes drin. Großschwert des Schwarzen Ritters, großer Feuerball und Feuersamen. Großschwert des Schwarzen Ritters. Ah ja. Ich würde gerne wissen, ob ich jetzt direkt sterbe, wenn ich da reinspringe. Ich will die Items haben. Von hinten kommen die auch noch. Ja, gut. Bitte nicht so aggressiv, meine Freunde. Nein! Ist das dein scheiß Ernst, Kollege? So. Kleiner glatterseitiger Stein. Große Titanitscherbe. Finde ich gut. Eine Scholle? Und eine Fackel. Muss hier weg. Muss hier weg. Ey. Ist ja mal mega, ich habe eine Scholle bekommen. Ich möchte aber gerne noch was anderes ausprobieren. Bup, 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 hier. Großschwert, Großschwert. Hier, schwarz. 30 Stärke, Alter. Feier ich. Ja, aber 13 Wille. Ernsthaft, wer levelt denn auf 13 Wille? Mal Challenge accepted. Egal. Wieder ein Heimkehrknochen. Dann hoffe ich, dass ich jetzt endlich mal Fortschritt mache, denn andere Gebiete fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein, außer in diesem Wald nochmal reinzugehen, wo das verschlossene Tür war, wo stand, bring mir eine große Seele. Und ich glaube, ich habe jetzt eine große Seele durch die Spinne bekommen, ne? Also schauen wir uns das einfach mal an. Kleine blaue Blüte. So, hier lang. Ah, ja, waren ja die Falkenritter, ne? Warte, bin ich jetzt richtig oder bin ich falsch? Hier muss ich lang. Bleh. Komm her. Okay, souverän.
13 Wille ist schon... Nee. Wenn ich bedenke, wie ich am Anfang gestruggelt habe. Das da, da, okay. Dass ich 6 Estus habe. Da unten ist dieser unsichtbare, also transparente Dude. What? Wo kommt der denn auf einmal her? Sorry fürs Aufschreien. Okay, das war jetzt hart Risiko. Sucht mächtigere Seelen. Ich hab doch eine große Seele, das verstehe ich nicht. Oh, eine mächtige Seele. Wieso lässt er mich hier nicht rein? Dann eben... Moment. Kann ich hier hoch? Ey, kann ich da mich irgendwie hinschießen? Nee, kann ich nicht. Schade. Aber das muss ja im Prinzip... der Weg sein zu... Ja, zu diesem Schloss. Genau. Dann gehen wir jetzt mal in das Loch rein. Und da erinnere ich mich tatsächlich an eine Sache. Dort gibt es einen Bossgegner, den ich über alles hasse. Also nicht über alles, aber ich hasse ihn sehr. Hallöchen. Ring ausrüsten. Ja, der Ring des Bindens, Lebensring. Verringert Fallschaden. Im Prinzip könnte ich jetzt hier neue Sachen kaufen gehen. Ich will meine Items, ach meine Items, meine Seelen halt nicht so ver... Ah, jetzt sitzt er da, wie so ein Pascha. Sorry, have we met? Oh, sorry. Wie arrogant! Halt die Klappe. Du hast deinen Stock nur geupgradet, weil ich es dir ermöglicht habe, mein Freund. Elite-Ritter. Alva-Helm. Ja, die Alva-Rüstung ist natürlich auch sehr, 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 sehr schön. Ja, halt die Klappe. Vielleicht ein bisschen netter zu dem Typen sein, aber auf der anderen Seite denke ich mir, nö. Boah, wie viel Schaden! Schimmernder Lebensstein. Pharos Wahrheitsverkünder. Sehr gut. Und das auch. Giftiges Moos. Da unten wuselt schon was rum. Und hier könnte ich auf eine Zwischenebene... Wo führt mich das hin? Okay, setzen wir uns einfach mal hier hin. Genau, und dann gehen wir mal weiter den Weg runter. Denn da waren ja noch ein paar Items. Ja, genau. Ah ja. Kann ich das irgendwie kaputt schießen, damit ich rüberspringen kann? Nein, kann ich nicht. Aber wie komme ich jetzt am besten auf die nächste Ebene? Ohne Witz, selbst wenn ich jetzt sterben sollte. Was ich tue. Ach, egal.
Flamberg. Dann gehen wir halt mal durch diesen Rattenkopf durch. Hä? Wow. Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen aufpassen hier. Oh, fuck. Nee. Nee, 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 nee. Rattenschwanz, okay. Großseele eines namenlosen Soldaten. Okay, hier komme ich nur von der anderen Seite hin. Hier geht's lang. Und da komme ich. Boah, nee. Na, Ratten. Was? Hallo? Bleibst du bitte tot? Unverschämtheit. Ich will kein Pharaos Wahrheitsverkünder einsetzen. Die sind mir ehrlich gesagt zu wertvoll, als dass ich die jetzt einfach so willkürlich verschwenden würde. Genau. Ich höre doch Ratten. Oder irgendwas anderes hier. Mhm. Ja, ja, genau. Wieso läufst du weg? Bleib hier. Ich trau der Sache halt nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich von hinten irgendwie übelst angegriffen oder so. Natürlich geht das. Da ist die nächste Ratte. Heimatknochen. Warum? Macht was war da? Ah, Blutfleck, okay. Ah ja. Ihr Schweinchen, ey. Ihr denkt auch, ich falle auf den Scheiß hier rein, ne? Ne? Nicht mit mir. So, hier muss es noch irgendwo einen Weg geben. Nein! Springen, gelobt sei die Sonne? Nein? Der hat mich gerade auch wieder erschreckt. Das ist ein Nebelgate. Natürlich ist da ein Nebelgate. Ein Leuchtfeuer? Schon? Erstmal aktivieren. Ja, genau. Warum treffe ich da nicht? Jetzt ohne Witz. Nee, da ist nichts mit gelobt sei die Sonne. Ich trau der Sache nicht. Wie viele Pharaos Wahrheitsverkünder habe ich denn hier? 7. Das reicht mir nicht. Ich habe 2 Duftzweige, was vollkommen in Ordnung ist, wie ich finde. Nee, ich vertraue der Sache einfach nicht.
So, ihr Lieben, das Nebelgate gibt es in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch bisher ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abonnement. Da würde mich sehr freuen. Und wenn ich euch beim nächsten Mal wieder unterhalten darf, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und wenn ihr Bock habt, mal die Videobeschreibung auszuchecken, dort findet ihr kleine andere YouTuber verlinkt, mit Namen etc. pp. Die würden sich bestimmt auch auf ein bisschen Viewtime und Support freuen. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.